So, hallo, der André Becker aus dem Stadtrat von Gößnitz mit seinem Kanal Stadtwerkstatt mal wieder. Und zwar habe ich euch versprochen, euch auch mal über ein paar Seminare immer mal ein kleines Update zu geben. Jetzt war es soweit, am Freitag bzw. Samstag letzter Woche, 28. und 29.04. hat in Gotha ein Seminar stattgefunden vom Gemeinde- und Städtebund. Sonst haben immer die zweitägigen Seminare in Erfurt stattgefunden, glaube ich, in der City Hotel in Erfurt. Oder dann direkt in einer schicken Villa vom Gemeinde- und Städtebund in Erfurt. Muss ich sagen, war auch immer gut, aber es sind meistens die Eintagesseminare, die ich eigentlich nicht mehr wahrnehme, weil das kriege ich wirklich einfach nicht gebacken. 2 Tage Urlaub für einen Stadtrat und das 3, 4 Mal im Jahr. Das ist schon ganz schön kräftig und heftig, muss ich dazu sagen. So, die ganze Sache ist immer kostenlos, wird bezahlt vom Gemeinde- und Städtebund. Die Übernachtung ist kostenlos im Hotel, das Frühstück ist kostenlos. Mittagessen ist kostenlos, die Snacks sind kostenlos und natürlich die Informationen, die es dort gibt. Und die sind nicht kostenlos, die sind wirklich unbezahlbar. Freitags bin ich 14 Uhr dort aufgeschlagen, bis 18 Uhr ging es und am Samstag ging es von 9 bis 16. Wir waren 12 bis 15 Teilnehmer. Schwankt immer ein kleines bisschen, weil manche müssen auch dann immer einen Zug erreichen. Und ich habe schon ein paar bekannte Gesichter dort wieder gesehen, wo ich mich dann immer freue, weil da kann man unten Pausen immer schön interagieren. Was ich noch kurz bemerken möchte, ich bin mit dem Gößnitzer kleinen Stadtpolo gefahren, was jetzt seitens der Verwaltung wirklich wunderbar immer klappt, dass mir das Auto zur Verfügung gestellt wird, weil es sind ja dann schon ein paar Kilometer bis Gotha hin und zurück, ich glaube 250. Und die mit dem Privat-Pkw ist dann schon recht teuer. So, legen wir auch mal gleich los. Es waren drei Themen. Thema 1 war zum Beispiel Zulässigkeit von Bauvorhaben. Der Referent war Jens Meißner, ein Abteilungsleiter aus dem Thüringer Innenministerium für Infrastruktur und Wirtschaft. Dort zum Beispiel wurde durchgenommen, was zum Beispiel die Definition Innen-Außenbereich bei einer Bebauung ist, Bestandsschutz, Bebauungszusammenhänge im Bau, Bebauungsplanungsgebiet, Festlegen von Grenzen im Innen-Außenbereich, was auch sehr interessant war. Zulässigkeit nach Paragraph 34 Absatz 1 Baugesetzbuch wurde zum Beispiel auch besprochen. Also mit Paragraphen wird dort nicht gegeizt, aber auch die Art und das Maß der Nutzung und dem damit verbundenen Gebot der Rücksichtsnahme ließen mich natürlich auch wirklich aufhorchen. Natürlich gab es da auch viel, viel mehr Themen, aber damit will ich euch jetzt ganz einfach nicht belasten. Reicht schon, wenn es bei mir im Schädel geraucht hat. Fazit von mir für den informierten Stadtrat, Gemeinderat, was auch immer, ist, finde ich, sowas absolute Pflicht, mal sowas mitzumachen, auch wer im Bauausschuss ist. Ich muss dazu sagen, Gößnitz gestaltet ja gerade seinen Flächennutzungsplan neu oder schreibt den neu, wie auch immer. Hätte ich damals das Seminar schon gehabt oder hätte es das da schon gegeben, wären natürlich meine Fragen deutlich fundierter an unseren Bauamtsleiter gegangen und ich hätte mir dann natürlich auch gewünscht, ich kriege fundiertere und auch detaillierte bzw. auch richtige Antworten wieder, weil ich hatte schon wieder einige Vordenkervorschläge gemacht, was Tiny House Siedlung, Splittersiedlung in Gößnitz betreffen und gerade die Grenzen im Innen- und Außenbereich von Gößnitz, finde ich, können viel, viel kreativer gestaltet werden, aber naja, sei es drum, ich habe hier ein bisschen was gelernt, was das betrifft, und vielleicht gibt es da auch noch eine Fortsetzung von diesem Teil. Daumen hoch! So, Thema 2, äußerst spannend. Ich lese euch das einfach mal kurz vor. Einführung ins Vergaberecht vom ersten Gedanken über die Submission bis zum Zuschlag unter Berücksichtigung der VOBA Einkaufsvorschriften für öffentliche Verwaltung im Bereich Bau und UVGO Unterschwellenabgabeverordnung VGV. So, Vergabeverordnung nennt sich das Ganze. Das Wort Submission klingt natürlich gefährlicher wie gedacht. Das ist ganz einfach eine öffentliche Ausschreibung eines zu vergebenden Auftrages. Der Referent war Axel Scheidt und das ist der Vorsitzende der Vergabekammer Thüringen. Also ich muss mal so sagen, so ziemlich das Höchste, was das da zu bieten hat. Der war auch sehr sympathisch, sehr nett und ich muss dazu sagen, da wird das auch überhaupt nicht langweilig, wenn es auch so klingt. So, dieser Teil vom Seminartag klingt natürlich sehr gefährlich, ist er auch, also er ist recht komplex gewesen und man muss da schon sehr, sehr zuhören und auch der Referent muss das schon gut rüberbringen können, um uns alle bei der Stange zu halten. Aber wen es interessiert, der hört da ganz einfach zu. In diesem Teil des Seminars wurden zum Beispiel Verfahrensarten, Vergaberecht, Rechtsgrundlagen oder Ausschluss von Geboten oder auch Wertungen von Geboten besprochen. Völlig neu für mich war zum Beispiel, dass bis 30.06. dieses Jahres, ob es Corona geschuldet ist, weiß ich nicht, die Höhe von beschränkten Ausschreibungen
auch als freihändige Vergabe von Leistung auf 3 Millionen angehoben worden sind. Das heißt, nein, also eine komplizierte Ausschreibung war da gar nicht mehr nötig. Vorher ist ganz einfach der Sachverhalt, dass man bei 50.000 oder 150.000 schon anfangen muss auszuschreiben. Wie gesagt, dieses Jahr bis 3 Millionen. Ich müsste jetzt ganz einfach mich sehr wundern, wenn das auch alles zur Beachtung finden würde. Auch neu für mich war natürlich, das billigste Angebot zu nehmen, war bei uns eigentlich jetzt Gesetz. Muss dazu sagen, das dem ist gar nicht so. Also man kann dann zum Beispiel auch unterscheiden, eine Angemessenheitsprüfung, so nennt sich das. Das heißt ganz einfach, man muss schauen, was ist das für einer, hat er kurze Wartungswege, wenn man was anschafft, kann der schnell da sein, wenn was repariert werden muss oder. Es zählt wirklich nicht unbedingt das billigste Angebot. Das billigste Angebot ist wirklich der letzte Punkt in einer Reihe von mehreren Sachen, die man vorher beachten muss. Der Kauf unseres Häckslers für 32.000 Euro erscheint für mich dann natürlich in einem vollkommen neuen Licht wieder, aber wie gesagt, wieder was gelernt, auch hier Daumen hoch für diesen Seminarteil. So, Thema 3 war dann ganz einfach, was uns dann Samstagnachmittag noch erwartete. Sicherheit und Ordnung als gemeindliche Aufgabe. Referent war ein gut gelaunter Axel Kunze, braungebrannt, sehr sportlich und er arbeitet beim Gemeinde- und Städtebund und ich muss dazu sagen, sehr sympathisch und hat es natürlich auch gut rübergebracht, uns wach zu halten am Samstagnachmittag. Er gab zum Beispiel Erklärungen ab, ab wann das Ordnungsamt oder die Polizei zuständig ist, wann die zusammenarbeiten können, wann die gerufen werden sollten, wann zum Beispiel ein Platzverweis ist oder wann direkt Betretungsverbot ist, wie man das ganz einfach so ein kleines bisschen einordnen kann. Ebenso wurden die Aufgaben und die Aufstellung der Feuerwehr erklärt, wann das Dienstleistung zum Beispiel ist oder wann es auch ein Einsatz ist. Für mich völlig neu war Paragraph 26 Nummer 1 Ordnungsbehördengesetz. Da ist eindeutig geregelt zum Beispiel, wann wie eine Videoüberwachung möglich ist. Öfters Thema an prekären Gößnitzer Stellen schon im Stadtrat gewesen, gerade beim Jugendclub hinten. Und ich muss sagen, es ist eigentlich sogar recht einfach, dass man das durchführen kann. Man muss nur ein, zwei Monate mal ein Buch drüber führen, wie, war, wo, was an diesen Stellen ganz einfach geschieht, das ordentlich belegen. Natürlich, wenn es geht, vom Ordnungsamt. Und mit dieser Sache hat man dann eine Grundlage, wo man die Videoüberwachung natürlich gekennzeichnet dann beantragen kann. Seinerzeit, jetzt war das mal ein riesiges Problem, das zu machen. Ich finde immer, die Schäden sind riesiger. Aber der Herr Kunze erklärte uns ganz einfach auch, dass sich das die Datenschutzbeauftragten natürlich damit lieber unheimlich leicht machen. Einfach gesagt, nö, ist nicht zuständig oder so, das ist nicht zulässig. Aber unter dem Paragraph 26 Nummer 1 ist es anscheinend super geregelt, die ganze Sache. So, auch hier, Daumen hoch, Spitze. So, mein Fazit zu diesem 6. oder 7. Kompaktseminar, 2-Tages-Kompaktseminar, was ich in Erfurt-Gotha schon besucht habe, einfach einwandfrei. Man lernt einfach viel, viel mehr dazu. Und gerade wenn man Themen und Vorgänge in der öffentlichen Verwaltung verstehen will, ist sowas wirklich absolutes Basiswissen, was man da bekommt. Und ich muss dazu sagen, es ist auch privatwirtschaftlich überhaupt nicht vergleichbar, wie da manchmal die Vorgänge sind und wie da manchmal auch, wie eng die Bahnen sind, dass sich da was gestalten lässt. Aber mit diesem Hintergrundwissen kann man natürlich auch immer was fragen. Und ich muss ja dazu sagen, ich habe mir schon viele Fragen hier vorne bei uns in der Stadtratssitzung, Hafer-Sitzung oder sonstigen gestellt. Das habe ich ja meistens nicht ohne Grund gemacht. Ich habe das oft manchmal in Seminaren vorher schon durch die Fachleute dort mal abklären lassen und war dann aber doch über die Antworten seitens unserer heimischen Verwaltung immer etwas verwundert. Wahrscheinlich, muss ich dazu sagen, haben es einfach zu wenige Stadträte immer mal mitgemacht. Ich kann es mir wünschen, dass das einfach viel, viel mehr Stadträte mal mitmachen würden. Ich kann alle, die so ehrenamtlich so tätig sind, was ein Stadtrat, Gemeinderat oder so sind oder auch berufene Bürger, wirklich nur raten, solche Seminare zu machen. Also es ist immer von der Verköstigung her sehr gut, muss ich dazu sagen. Es ist vom Ambiente immer sehr gut, die Übernachtung ist bezahlt, da hat man eigentlich keine Probleme und auch keine Kosten. Soweit ich weiß, gibt es auch Ersatz fürs entgangene Arbeitsentgelt oder so. Ich mache es nicht, deswegen kann ich das nicht ganz genau sagen, worum es da, wie das so funktioniert. Und dann muss ich natürlich auch noch dazu sagen, fahrt bitte nicht mit eurem eigenen Auto. Ich habe damals, wo das losging und niemand was wusste, 18 Cent für einen Kilometer bekommen. Ihr fahrt euch arm, nehmt lieber einen Zug oder seht zu, dass ihr von eurer Gemeinde ein Auto zur Verfügung gestellt bekommt. Ne? Ganz wichtig, in dem Sinne, wie gesagt, erstmal ciao ciao zu dem Teil. Eine kleine Anmerkung habe ich noch zu machen, die kommt jetzt.
So, zu Hause angekommen, dann am Samstag habe ich einen Kurier in der Hand gehabt und habe mich gleich ein bisschen gefreut, weil da ist der Kanal, YouTube-Kanal Stadtwerkstatt nochmal vorgestellt worden mit Flexicard, mit allen Themen, die ich da schon so ein bisschen reingepackt habe. Ist eigentlich auch sehr gelobt worden. Gefällt mir, wenn es euch gefällt, natürlich Daumen hoch, weiter so, Kommentare, sonstiges. Für Kritik bin ich auch immer sehr, sehr gerne offen. Gell, darf gerne kommen, muss ich dazu sagen. Und was noch dazu kommt, was ich euch sagen möchte, nächste Woche bin ich zum Beispiel in Jena bei Kommunen Innovativ. Das geht auch über 2 Tage, das ist mal dienstags und mittwochs. Ja, habe ich mir freigenommen, deswegen habe ich keine Termine für euch. Und muss dazu sagen, in Donnerstag ist dann auch gleich die Charrette am Gößnitzer Bahnhof. Und werde ich auch noch ein Video dazu machen. Habe ich ein Zoom-Meeting schon mit dem Dr. Arvid Krüger gehabt, der da führungsleitend bzw. der Chef der ganzen Sache so ein kleines bisschen ist. Und da gucken wir mal ganz einfach, was da dabei rauskommt. Bleibt schön fit. Tschüss, ciao, wir sehen uns.